Dort ist ja so ein Portal und dort auch. So. Da muss ich jetzt rein. Mir ist egal, ob ich sterbe, aber ich mache noch schnell. Hier vor wie eine kleine Basis. Bei dem Teich dort hinten ist cool. Da sind ja diese Pokémons. Warum denn nur so ein Kackbiom hier, echt, ey. Halte ich mal lieber bei mir. So, jetzt gehe ich da mal rein. Ach, schnell einen Waypoint setzen. Okay. Alter, was ist denn das für eine Riesenpyramide? Ich gehe erst mal wieder hier rein. Ich kriege immer noch richtig Schiss. Schnell raus hier. Alter, sind die Dinger creepy. Was ist denn hier? Ich muss schon mein Bett hinsetzen, dann mache ich das hier einen Cut. Okay. Ja, das war's dann mit dem Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Big Dick. Oh Gott, die Musik ist viel zu laut. Ja, wir haben im letzten Part hier in uns noch schnell so ein kleines Quartier gemacht und wollten dann ja dort rein, nachdem wir dort in diesen gefährlichen Dingens waren und die Sachen dort noch rausgeholt hatten. Ich komme schnell. Ja, passt alles mit der Musik und so. Wir haben Sounds. Oh, muss ich natürlich jetzt drauf achten? Ja, die Musik, wenn ich das höre, dann wird das doch leise. Wartet. Okay. Also da hinten, genau, Haus und Festung. Das war ja direkt beim Spawn dort. Und hier war dieses Portal, wo ich immer Riesenschiss hab. Dort ist noch so eine Pyramide. Oder? Boah, krass. Na egal. Ich geh erstmal hier auch noch rein, damit auch noch so ein Ding sein, ne? Ja. Oder kann sein, dass es jetzt das gleiche ist. Irgendwie bereue ich es immer wieder, wenn ich hier reingehe. Achso. Hier irgendwie eine Kiste? Ne, hier nicht. Okay, dann gehen wir auch wieder raus. Genau, dort vorne war dann die Festung, dort gehen wir jetzt mal schnell rein. Mal gucken. Natürlich auch schön, wenn da so eine Festung und so eine Pyramide in einem drin sind. Auf der Pyramide ist jetzt noch so ein weißer Punkt. Oh ne, da wird jetzt keinen Bock hochzugehen. Ich gehe einfach hier rein. Wir hatten ja schon mal reingeguckt, aber da ich ja im Game Mode war. Und ich da jetzt auch nicht unbedingt cheaten wollte. Leeres Inventar haben wir aber, jo. Ich mag das immer nicht, diese Steine hier abzubauen, weil ich finde, das zerstört dann immer alles so ein bisschen. Und ich muss mir echt mal irgendwie was überlegen, wo wir uns mal hinbauen könnten. Genau, hier war ein Spawner.
nehme ich jetzt mal schnell mit. Mal schön die Kisten plündern, Eisen, Brot. Kupfer ist ja in Ordnung. Infinity 1. Okay, was macht denn das nochmal? Bananen, krass. Karamell. Als Infinity. Oh Gott, den. Ach ja, ein Backpack könnte man uns ja auch noch machen. Also, machen wir uns irgendwann mal noch ein Musikdistin. Infinity, ich glaube, das zählt jetzt für den Bogen und das wäre ja richtig nice. Aber ich denke mal, dass hier auf der anderen Seite auch noch was sein kann. Na, wir graben uns einfach mal rein. Oder reicht doch die Spitzhacke hier? Weil. Ach du Kacke. Warum muss das so? Alter. Ohne Spaß, da habe ich jetzt keinen Bock, hier drinnen nachzusuchen. Meine Fresse. Ja, aber hier drinnen wird auch noch was sein in der Riesenpyramide. Aber ich weiß halt jetzt nicht, wo ich da reinmachen soll. Ja, wir haben jetzt halt immer noch nichts, wo man sagt, oh geil, hier würde ich gern bleiben von der Umgebung her, ne? Am wenigsten haben wir ja schon mal wie so ein kleines Lager mit einem Bett und einer Truhe. Aber wir können ja nochmal die Richtung gucken hier so kurz. Ja, ich muss da mal so die Map ein bisschen offen halten. Das macht es einfach viel einfacher. Genau, das wird das Öl, wenn ich mich jetzt nicht recht täuschen. Also ich denke mal, dass das einfach Öl sein wird. Weil was soll es sonst sein? Oder Teer halt irgendwie so weit in die Richtung. Ne? Kann ich eigentlich rein? Na, ich möchte jetzt nicht rein. Ne, echt. Voll die Scheiß-Map von der Umgebung her und sowas. Gut, hier natürlich aber auch so. Das. Saphire? Jo. War krass, also abzubauen gibt es ja echt viel. Deswegen heißt es, glaube ich, auch. Also, ich habe, wenn man jetzt hier. Ich muss mal kurz kratzen am Ohr. Da ist ja immer so, bei dem Packet Launcher sind ja immer so diese verschiedenen. Okay, das war das doch ein geiler Berg, oder? Oh, hier bauen wir uns hin. Das steht jetzt fest, da habe ich richtig Bock drauf. Riesenberg. Aber waren wir ja nicht schon? Ja, ne? Ein bisschen bescheuert, aber auf jeden Fall. Ja, da war auch schon so ein etwas rundlicherer Minecraft-Charakter, der halt gerade in so einer Höhle war. Warum will ich jetzt direkt wieder in ein Ding rein? Oder waren halt so mega viele Erze, ne? Alter, Dias, krass, wie sich jetzt erst. Boah, ich würde das jetzt. Ich fahre mal jetzt schnell ab. Boah. Ja, hier gibt es ja ein bisschen wenig Eisen, ne? Von den Vorkommnissen her. Okay. Na gut, das hier ist eigentlich schon noch realistisch, die Quelle, aber ansonsten war das wirklich nur ein bisschen viel. Da hinten sind noch mehr Dias. Alter, das ist ja überhaupt nicht selten hier. Ja gut, dass die Dias jetzt so weit an der Oberfläche sein müssen, finde ich mir fast ein bisschen schade, dass das so ausatmet. Aber vielleicht sind ja unten, also wenn man dann sich tiefer baut, noch ganz andere und wichtigere Stoffe als Diamanten. Kann natürlich auch sein. Kann auch nicht sein, ne? Kommt immer ein bisschen drauf an. Boah, bin ich gesprungen, ey. Schon wieder Dias, ey. Voll übertrieben. Und kann sein, dass man hier einfach für irgendwelche Sachen viel mehr Dias braucht oder sowas. Ja,
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es sowas wie Endbosse gibt, wo du halt einfach voll die mega dicke Tierrüstung.